In diesem Video teste ich diesen kleinen Kollegen hier, den Vaku One Touch von Kaso. Ich schaue mir genau an, wie ist das Gerät verbaut, wie einfach lässt es sich bedienen und vor allen Dingen, kann so ein kleines Handvakuumiergerät genug Leistung, genug Absaugdruck aufbringen, um dann auch letztendlich aus solchen Beuteln und aus solchen Behältern genug Luft rauszusaugen und dein Lebensmittel richtig ordentlich zu konservieren. Jetzt geht's los! Hallo! Mein Name ist Chris und ich habe in den letzten Jahren schon über ein Dutzend Vakuumierer ganz genau getestet und unter die Lupe genommen. In meinem Vakuumiergeräte-Ratgeber unter vakuumiergeräte-berater.de findest du ganz genau viele, viele ausführliche Tests. Du findest viele Ratschläge, Tipps und Tricks, wie aber auch auf meinem YouTube-Kanal hier. Und dieser YouTube-Kanal wird auch ständig mit neuen Content und neuen Tests erweitert. Das heißt, wenn du da auf den Laufenden bleiben willst, dann klick doch einfach den Abonnieren-Button jetzt hier. Und sei ständig up to date. Ja, und ich habe mir ja auf die Fahne geschrieben, euch einen kompletten Marktüberblick über alle Modelle zu verschaffen. Das heißt, nach 12 Tests von stationären Vakuumierern wird es natürlich auch endlich mal Zeit, einen kleinen und handlichen Handvakuumierer mal ganz genau unter die Lupe zu nehmen. Dieses Mal ist es der Kaso Vaku One Touch, ja, vom gleichnamigen Hersteller. Und dieses Gerät schaue ich mir jetzt einfach mal genau an, checke den Lieferumfang, checke die Bedienung, checke auch die Verarbeitung und dann gehen wir einfach mal in eine Live-Vakuumier-Session rein und ich schaue mir, wie gut dieses Vakuumiergerät verschiedene Lebensmittel dann in den Zipfolien oder Zipbeuteln oder in diesen Vakuumdosen entsprechend vakuumiert und wie zuverlässig das funktioniert. Und am Ende kriegst du natürlich noch ein Fazit und eine konkrete Kaufempfehlung oder auch nicht. Wir werden sehen. Jetzt geht's los. Kommen wir zum Punkt 1, dem Lieferumfang. Was ist in diesem Paket alles enthalten? Was hat uns der Hersteller hier reingepackt? Natürlich zum einen das Handvakuumiergerät selbst, auf das komme ich dann später nochmal zu sprechen. Aber was gibt es noch drumherum? Na gut, wir haben jetzt hier zwei kleine Vakuumbehälter mit 0,5 Litern. Werde ich mir auch nochmal genauer anschauen. Die sind aus Glas, was ich schon mal sehr, sehr gut finde. Einen größeren Vakuumbehälter mit 1,5 Litern für ganze Mahlzeiten oder auch schon zwei Portionen. Kann man dann locker auch hier drinnen konservieren. Wunderbar. Und was natürlich auch mit dabei ist, sind diese Vakuumbeutel direkt mit Ventil hier, wo ich dann letztendlich den Handvakuumierer am Ende einfach draufsetze. Werden wir uns später nochmal genau anschauen. Diese Vakuumbeutel habe ich in drei verschiedenen Größen. Sind es insgesamt 10 Stück. Und für diese Beutel gibt es dann auch noch zweimal solche kleinen Verschlüsse, solche sogenannten Zipper oder Ziplocker, mit denen ich dann hier oben quasi meine Öffnung der Beutel richtig schön fest verschließen kann, bevor ich dann hier drinnen die Luft absauge und vakuumiere. Was gibt es noch zu sagen? Nun, Kaso legt seinem Handvakuumierer hier solche Etiketten bei. Das war für mich ganz neu. Ich kannte nur Etiketten, die normal beschriftbar sind, also händisch, manuell mit Stift. Hier, und da kommen wir auch gleich nachher noch drauf zu sprechen, kann ich mit QR-Code arbeiten. Das heißt, ich klebe mir die Etiketten dann auf die Behälter drauf, kann mit meinem Handy über eine spezielle Kaso-Handy-App diese Etiketten einlesen über QR-Code und kann dann über die App auch entsprechend meine vakuumierten Speisen dokumentieren und später auch schnell auffinden. Erkläre ich nachher alles nochmal genau. Was haben wir aber noch hier? Natürlich die Bedienungsanleitung. In die gucken wir auch nochmal rein. Letztendlich, ja, was soll ich sagen? Also, wir haben drei Behälter, wir haben 10 Vakuumbeutel. Die Behälter sowieso sind ja wiederverwendbar, die Vakuumbeutel auch, reißfest, wiederverwendbar. Ein großer Pluspunkt in Sachen Nachhaltigkeit. Das heißt, mit diesem Set kannst du eigentlich alleine schon 13, 14, 15 Speisen vakuumieren selbst, ja. Und wenn das nicht reichen sollte, ja, dann kannst du diese Vakuumbehälter und auch diese Vakuumbeutel speziell separat nachkaufen, sodass du dir letztendlich für deinen Kühlschrank und für deine Tiefkühltruhe ein komplettes Set an Aufbewahrungsmöglichkeiten zurechtstellen kannst, entsprechend der Speisenmenge, die du natürlich konservieren möchtest. Ein kurzer Blick in die Anleitung, ja, reicht vollkommen zu. Letztendlich brauchst du fast auch gar keine Anleitung, weil dieses Gerät ist mit einer Taste komplett selbsterklärend. Dennoch, die Anleitung gibt dir auf ein paar wenigen Seiten, in verschiedenen Sprachen natürlich, unter anderem auch Deutsch dabei, die genauen Hinweise mit kleinen Bebilderungen. Wir sehen das nochmal hier, wie du den Handvakuumierer zusammen mit den Zipbeuteln und den Vakuumdosen verwendest. Es gibt ja auch Hinweise auf mögliche Fehlerquellen und Reinigungshinweise, Hinweise, wie du danach wieder die Zipbeutel und die Dosen öffnen kannst und so weiter und so fort. Also hier ist auf wenigen Seiten stark komprimiert das Wichtigste zusammengefasst und es reicht auch vollkommen zu. Wie gesagt, dieses Gerät ist komplett selbsterklärend am Ende. Ich komme jetzt an der Stelle nochmal ganz kurz auf die Boxen und die Beutel zu sprechen. Die Boxen selber, also der Korpus, besteht aus Glas.
ja, unterscheidet sich von Boxen zum Beispiel wie von Rommelsbacher, wo der Korpus aus Plastik besteht. Finde ich sehr gut, hat auch eine hohe Wertigkeit, ein hohes Gewicht, das heißt, ist auch sehr gut stapelbar, ohne dass es kippelt. Und lässt sich auch natürlich super gut reinigen. Einzig allein die Deckel sind natürlich aus Plastik, halten aber recht gut drauf. Und was man natürlich hier noch sagen kann, diese Boxen sind natürlich Spülmaschinen geeignet, die sind Mikrowellen geeignet, lassen sich auch sehr, sehr leicht reinigen. Und hier auf diesem Karton vom Hersteller hast du auch nochmal komplett die Angaben, die du auch nachlesen kannst. Das heißt, einfrieren bis minus 18 Grad ist möglich. Wie gesagt, Spülmaschinen geeignet. Die sind BPA-frei, das heißt, da sind keine chemischen Weichmacher drin, die sich letztendlich auch beim Erwärmen zum Beispiel auf deine Speisen übertragen können. Sehr, sehr wichtiger Punkt. Und die können auch im Ofen erhitzt werden, also diese Glasbehälter hier, ohne Deckel natürlich, ne? Bis zu 350 Grad und wie gesagt, sind Mikrowellen geeignet. Wunderbar. Was diese Zip-Beutel hier betrifft, oder diese Vakuumbeutel, die sind natürlich auch Mikrowellen geeignet, spülmaschinenfest und lassen sich dadurch auch super, super leicht wieder stets wiederverwenden. Also ein Hoch auf die Nachhaltigkeit. Und was man den natürlich auch machen kann, super ist das Sous-Vide-Verfahren. Das möchte ich aber gerne an einer anderen Stelle beleuchten. Das wird jetzt das Video hier sprengen. Ich werde einfach nochmal ein Video machen, was dir das Sous-Vide-Verfahren komplett einfach nochmal in Ruhe vorstellt und auch die Vorteile erklärt und was man damit machen kann. Letztendlich, diese Beutel sind aber durchaus geeignet dafür. Richtig cool ist die Idee hier mit den Etiketten, die hatte ich so bis jetzt noch nicht. Normalerweise beschriftest du ja einfach deine Vakuumbehälter, indem du wie früher immer Pflaster draufklebst und dann mit Stift draufschreibst oder halt entsprechende Etiketten holst, Klebeetiketten. Das hier geht noch eine Nummer weiter, also Caso hat da noch ein bisschen weiter gedacht. Das heißt, hier auf diesen Etiketten habe ich direkt einen QR-Code. Ich klebe die einmal auf meinen Vakuumbehälter, scanne die mit meinem Handy und kann dann im Handy eintragen, was dann hinter diesem QR-Code, also auch in diesem Vakuumbehälter steckt. Hat einfach den riesen Vorteil, ich muss nur einmal das Etikett auf diese Dose draufkleben und scanne das dann mit dem QR-Code ab. Und jedes Mal, wenn ich was Neues rein tue, werde ich das einfach nur im Handy dann entsprechend ändern, die Angaben, und muss dieses Etikett aber nicht wieder davon lösen und muss auch keine neuen Etiketten kaufen. Also wunderbar, geht nicht ins Geld und eine super schöne Lösung. Ich kann dir auch gerne einfach mal hier jetzt diese App zeigen. Hier sind ein paar Einblicke. Natürlich, du musst dich am Anfang bei Caso registrieren für diese App. Die App-Nutzung ist erstmal komplett kostenlos. Danach gehst du unter Einstellungen und legst da deinen Kühlschrank an. Und dann kannst du diesem Kühlschrank anhand von diesen QR-Codes die ganzen Speisen zuweisen. Kannst auch sagen, was da drin ist, wie viele Portionen drin sind. Du kannst auch sagen, okay, wann es eingefroren wurde, beziehungsweise einvakuumiert wurde. Du kannst sagen, bis wann es verzehrt werden soll. Da gibt es dann auch einen Alarm zum Beispiel und so weiter und so fort. Also diese App bietet dir eine Menge, Management- und Kontrollmöglichkeiten rund um diese QR-Sticker. Und das finde ich eigentlich eine gelungene Lösung, um dann letztendlich auch diesen ganzen Papiermüll und dieses Wiederverkaufen von den Stickern super zu vermeiden. Wenn es dir nichts ist oder einfach zu digital ist, dann beschrifte einfach diese Etiketten wie normal, klebe sie drauf und dann sind sie halt nicht wiederverwendbar. So, und noch ein paar ganz kurze Worte zu dem Handvakuumiergerät, bevor wir dann wirklich mit den Live-Vakuumieren anfangen. Dieses Gerät, wie ihr schon seht, liegt sehr gut in der Hand, lässt sich auch mit einer Hand bedienen. Wunderbar. Es gibt auch gar nicht so viel zur Bedienung zu sagen. Natürlich, meine stationären Vakuumierer, die ich sonst bis jetzt immer getestet habe, die haben Tasten für manuelles Vakuumieren. Die haben Tasten, Stopp- und ja, Automatiktaste. Die haben Tasten extra für empfindliche Lebensmittel und so weiter und so fort. Das gibt es hier alles nicht. Das heißt, ich bin dann super gespannt zum Beispiel, wie dieses Handvakuumiergerät mit unterschiedlichen Lebensmittelempfindlichkeiten umgeht. Werden wir gleich testen. Ansonsten, ja, es ist super solide verbaut. Ja, natürlich ein Kunststoffgehäuse, fühlt sich gut an, griffig, wertig und letztendlich gibt es auch nicht so viel zu sagen. Du hast eine Taste, mit der du alles kontrollierst, also startest dieses Gerät. Hier hinten hast du noch einen Anschluss für ein USB-C-Kabel zum Laden. Und was noch dazu zu sagen ist, mit ungefähr einer Ladung kommst du etwa so ja, 130 bis 150 Minuten, je nach Nutzung, Nutzungsintensität. Und das ist eigentlich schon ein sehr, sehr guter Wert. Auch gerade wenn du jetzt unterwegs bist zum Beispiel, genügt das vollkommen für etliche Vakuumiervorgänge. Also da brauchst du dir keine Sorgen zu machen. So, fangen wir mal mit etwas Einfachem an. Ich habe jetzt hier zwei Stücke Obst. Die möchte ich gerne vakuumieren und konservieren. Dazu lege ich die in diesen Zipbeutel rein, drücke hier oben den Verschluss an und dann habe ich diesen Clipper, wovon ja zwei im Zubehör dazu liegen. Und ziehe den von links nach rechts, um den Verschluss wirklich nochmal ganz fest anzudrücken. Und ich denke, das sieht ganz gut aus. Und jetzt kann ich den Handvakuumierer nehmen, den hier einfach auf das Ventil aufdrücken. Und du siehst,
Es wird schon Luft aus dem Beutel rausgelassen. Das dauert jetzt eine kleine Weile. Der Handvakuumierer liefert 3 Liter pro Minute, das heißt, bam bam, jetzt hört er vorne automatisch auf, er erkennt quasi das Vakuum drin, ist erreicht, stoppt dann den Prozess, ich kann ihn einfach abnehmen und habe jetzt hier drin eine wunderbare, wunderbar vakuumiertes Obst. Wie ich jetzt gerade nochmal sagen wollte, 3 Liter pro Minute ist natürlich nicht die höchste Geschwindigkeit. Die stationären Vakuumierer, die ich sonst immer getestet habe, sind bei 9 bis 15 Litern pro Minute. Das heißt, es geht viel, viel schneller und man kann auch größere Vakuumbehälter oder größere Vakuumierbeutel dann auch viel, viel schneller absaugen. Für den kleinen Gebrauch oder für den kleinen Vakuumiervorgang zwischendurch ist aber der Handvakuumierer von Casio jetzt gerade, wie du schon gesehen hast, gar nicht mal so schlecht. Die dauert ungefähr so 15 bis 30 Sekunden, je nachdem natürlich, wie viel Vakuum oder wie viel Luft er raussaugen muss. Was jetzt für Gelegenheitsvakuumierer vollkommen ausreicht. Du siehst auch, das Vakuum, was hier drin erzeugt wurde, sieht ganz gut aus. Ordentlicher Unterdruck drin. Die Beutel wirken schön angepresst und auf jeden Fall zufriedenstellendes Ergebnis. Ein nächster Test, einer von vielen muss man sagen. Also ich habe noch viel, viel mehr Lebensmittel getestet. Plus für die Videozwecke hier, dass das nicht ausufert, habe ich das einfach mal ein paar wenige Tests beschränkt, die ich euch demonstrieren möchte. Sind jetzt diese Beeren. Die Beeren, die Heidelbeeren, sind von Natur aus auf dem Tisch empfindlich, das heißt leicht drückbar und können auch unter hohem Druck dann Saft verlieren oder Saft abgeben. Und auch die füge ich jetzt mal hier rein in so eine Zipbeutel. Und ja, das dürfte reichen für Demonstrationszwecke. Ich mache den Beutel wieder zu, nutze den Clipper. Am besten immer zweimal von links nach rechts führen. Und dann habe ich hier drinnen noch Luft, ihr seht das, und diese Luft sauge ich jetzt wieder ab mit dem Vakuumierer. Und jetzt wird es super spannend, ob jetzt diese Heidelbeeren unter dem Unterdruck zu stark gedrückt werden. Wir werden es sehen. Ja. Okay. Also man sieht hier schon, okay, hier ist ein bisschen Saft rausgelaufen. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera gut erkennen kann. Ein paar der Beeren hier oben sind auch ein bisschen zermatscht, das heißt, ja, ganz einwandfrei ist es nicht, ganz so gut erhalten sind die Beeren dadurch nicht, ein paar sind gedrückt, ein paar sind gequetscht. Hier würde ich natürlich empfehlen, entsprechend diese Taste mit zu nutzen, das ist ja nicht nur die Einschalttaste, sondern auch gleichzeitig die Abbruchtaste, um dann, bevor so ein kleines Massaker hier drin passiert, schon Stopp zu machen, entsprechend dann halt manuell die Saugdauer einzustellen. Und in dem speziellen Fall hätte ich hier wahrscheinlich die Stopptaste anderthalb Sekunden eher gedrückt, sodass die Beeren hier drinnen nicht alle zerquetschen und besser erhalten geblieben wären. Aber das sind Dinge, die kann man sehr, sehr gut lernen, indem man jetzt einfach öfter mal vakuumiert und öfter mal auch verschiedene Speisen mit verschiedenen Speisen experimentiert. Das bekommt man dann nach und nach mit, wie da so die beste Herangehensweise ist. Und dann testen wir jetzt einfach nochmal die Glasbehälter hier. In dem Fall habe ich jetzt Speisen vom Vortag. Ja, eine wunderbare Nudelpfanne mit Hähnchen. Ich setze jetzt hier den Deckel drauf, richtig schön fest andrücken und auch hier packe ich den Casio Vakuumierer oben drauf und entziehe dem Behälter Luft. Es hört auch, die Lautstärke ist moderat. Das dürfte in der Küche nicht groß stören und der Vakuumierer müsste jetzt gleich selber aufhören. Genau. Und letztendlich habe ich jetzt auch hier, wie man erkennen kann, keine Möglichkeit mehr, den Behälter zu öffnen. Das heißt, hier drin herrscht jetzt Vakuum. Ich habe auch noch den Vorteil, dass ich hier anhand von diesen Skalen entsprechend super schön einstellen kann, wann diese Speise vakuumiert wurde. Das heißt, ich kann auch auf einen Blick sehen, wann der Vakuumierungszeitpunkt war, wie lange sie auch damit haltbar ist. Und wenn ich die Speise später wieder nehmen möchte, ziehe ich einfach dieses Ventil raus und damit trinkt wieder Luft in das Gehäuse ein und es lässt sich wunderbar öffnen. So, ich komme zum Fazit von dem Handvakuumierer Vacuum Touch von Casio. Ihr habt gesehen, ich habe einige Lebensmittel damit vakuumiert. Natürlich habe ich hinter den Kulissen noch deutlich mehr vakuumiert. Insgesamt sind das ungefähr 70, 80 Vakuumiervorgänge gewesen mit unterschiedlichsten Lebensmitteln. Von diesen 80 Vakuumiervorgängen haben ungefähr 73, 74 funktioniert, was insgesamt noch eine annehmbare Quote ist. Natürlich muss man auch hier bedenken, die Bedienung ist zwar super handlich und super leicht, aber du musst trotzdem aufpassen, dass du dieses Vakuumiergerät richtig aufsetzt auf diese
Dosen oder auf diese Ventile. Das heißt, hier können natürlich auch entsprechende Bedienungsfehler vorliegen, was dann auch deine Konservierungsdauer beeinträchtigt. Ansonsten vom Gerät her selber, von der Bedienung, ja klar, es ist eine One-Hand und vor allem eine One-Knopf-Bedienung, also super leicht auch zu verstehen und da gibt es gar keine Probleme. Sicherlich, es hat nicht die Funktionalitäten und Annehmlichkeiten eines großen Vakuumierers. Das heißt, gerade bei empfindlichen Lebensmitteln wie Tortenstücken oder Beeren, wie wir es gerade im Video gesehen haben, musst du sehr, sehr stark hinterher sein, dass dir deine Speisen in dieser Tüte unter diesem Druck nicht zerdrücken. Das heißt, relativ schnell dann auch die Stopptaste betätigen. Das fordert ein gutes Augenmaß, vielleicht auch ein bisschen Übung, bekommt man aber hin. Und ansonsten, natürlich wäre es jetzt unfair, dieses Gerät mit stationären Vakuumierern zu vergleichen. Die Zielgruppe ist dabei eine ganz andere, die Handhabung ist eine ganz andere. Das heißt, das wäre ein Vergleich mit Äpfeln und Birnen. Ich kann aber auch sagen, ja, diese Handvakuumierer eignet sich wunderbar, wenn du nur eine kleine Küche hast, das heißt kein großes Vakuumiergerät irgendwo dort unterbringen möchtest, auch für kleine WG-Küchen. Es eignet sich wunderbar fürs Camping, Dauercamping, und es eignet sich auch wunderbar fürs Reisen. Das heißt, wenn du unterwegs einfach mal ein paar Speisen einvakuumieren möchtest, ist dieses Gerät auf jeden Fall einen Blick wert. Und genau für diese Einsatzzwecke soll es auch verwendet werden. Ansonsten, wenn du eine mittelgroße oder große Küche hast, einfach genug Platz hast oder einen Gastronomiebetrieb sogar hast, dann würde ich dir ganz einfach auch zu einem stationären Vakuumiergerät raten, weil es einfach auch viel schneller absaugt. Die Vakuumqualität ist dann doch noch ein bisschen besser und die besseren Geräte von den stationären bieten dann sogar auch diese Doppelnaht, wo du dann komplett zuverlässig auch schön verschweißen kannst. Das kann dieses Gerät natürlich hier nicht von Hakaso, der Handvakuumierer. Aber auch von Casio gibt es zum Beispiel dieses stationäre Gerät, wie zum Beispiel den VC100 oder den VC10. Findest du alles unten in der Beschreibung, habe ich dir auch alles genau und ausführlich auf meinem Vakuumiergeräteberater mal getestet. Das heißt, da kannst du auch wunderbar vergleichen innerhalb des Herstellersortiments, was es da noch für Alternativen gibt. Ansonsten finde ich auch diese Lösung hier mit diesen Labels sehr, sehr smart. Kann man verwenden, muss man nicht, wenn man jetzt so ein bisschen app-affin ist und gerne ein bisschen paperless arbeitet, also weniger Papierkram haben möchte, weniger Etikettenkram in dem Fall. Kann man das gerne auch alles digitalisieren, klappt wunderbar und sollte man auf jeden Fall mal ausprobiert haben. Und dann möchte ich gerne noch ein abschließendes Fazit zu den Vakuumbehältern geben, was mir nach im Langzeittest aufgefallen ist. Diese Behälter umfassen nicht ganz die 500 Milliliter, die angegeben sind. Das heißt, hier passen ungefähr so 460, 470 Milliliter rein. Auch bei den großen, der fasst auch nicht ganz das angegebene Volumen. Sei es drum, ich kann damit leben. Was mir aber auch auf jeden Fall aufgefallen ist, diese Einstellung hier mit diesen Rädchen ist zwar gut von der Idee her und gut gemeint, aber dann doch ganz schön friemlich. Und was dann etwas schwierig ist, wenn dann zum Beispiel Speisereste hier drauf gelangen und dann hier unter oder zwischen dieses Rädchen kommen, das ist relativ schwer zu reinigen, also da solltest du auf jeden Fall aufpassen. Manchmal ist auch dieses Ventil, wenn du vakuumierst, recht stark reingedrückt und lässt sich wirklich nur mit ein bisschen Friemelei dann auch wieder rausbekommen und die Dose damit öffnen. Ja, und last but not least ist mir auch aufgefallen, dass bei diesen Casio-Boxen, wenn du die übereinander stapelst, du siehst es ja schon, gut, wenn das Ventil reingedrückt ist, ist etwas besser, aber auch so, die Stapelbarkeit ist halt nur bedingt gegeben. Das heißt, wenn du dir jetzt vorstellst, dass da 3, 4 von diesen Boxen übereinander stapeln, ist das schon nicht gerade so eine stabile Konstruktion und das ist ja eigentlich so der Hauptgrund teilweise, weswegen ich Vakuumboxen verwende, dass ich die im Kühlschrank oder Tiefkühltruhe wunderbar dann auch aufeinander stapeln kann und dann den Platz effizient nutze. So, das war mein Test zum Handvakuumierer von Casio. Ich bin erstaunt nach diesem Test, dass auch so ein kleines Handvakuumiergerät, was letztendlich nur mit Akku arbeitet, wieder erwarten, genug Power und genug Leistung an den Tag legt, um dann auch letztendlich auch solche Behälter oder solche Zipbeutel abzusaugen. Natürlich, es dauert etwas länger. Die Absaugung ist nur 3 Liter pro Minute, aber es bekommt auch am Ende gute Resultate hin und natürlich kannst du mit diesem Gerät auch dann wunderbar deine Lebensmittel bis zu 8-mal länger haltbar machen. Eine genaue Tabelle, welches Lebensmittel wie lange haltbar gemacht werden kann durch Vakuumieren, habe ich dir gerne nochmal hier oben verlinkt. Dazu habe ich nochmal ein extra Video gedreht, kannst du dir in Ruhe anschauen. Und ansonsten, was bleibt noch zu sagen? Nach diesem Vakuumiergerät werde ich auch noch ein paar stationäre Vakuumiere weiterhin testen. Die sind schon bei mir hinten im Lager, die Tests kommen in ein paar Wochen raus. Und da gibt es natürlich auch wieder ein paar Videos dazu. Wenn du da aber auf dem Laufenden bleiben willst, neben den Tipps und Tricks Videos, die ich sowieso mal veröffentliche, dann abonniere doch wie gesagt einmal den Kanal. Wenn dir dieser Test gefallen hat, dann würde ich mich über einen Like freuen. Wenn dir das Gerät gefallen hat oder wenn du jetzt da ein bisschen angefixt bist und dieses Gerät kaufen möchtest, unten in der Videobeschreibung findest du dazu entsprechend nochmal den Link zu dem genauen ausführlichen schriftlichen Test, als auch den Link, wo du diesen Casio Handvakuumierer dir dann
günstig bestellen kannst. Und dann bleibt mir nichts weiter zu sagen, außer wir sehen uns beim nächsten Video. Nutze die Zeit, lies einfach nochmal meinen Vakuumiergeräteberater in Ruhe durch und bis dann. Ciao.